Leute, grüß euch zum neuen Video. Heute geht es endlich mal wieder um Licht im Dunkeln. Nämlich habe ich hier zwei richtig leistungsstarke Taschenlampen bekommen. Diese kommen von Sofern. Das ist einmal die SC31 Pro und einmal die IF23. Beides LED-Taschenlampen, beide extrem hell. Und wir werden das gleich alles mal nach dem Intro prüfen. Insofern hatte ich euch ja schon andere Taschenlampen hier einmal vorgestellt. Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass wir damit auf EMF-Tour waren, beziehungsweise auf Geisterjagd Lost Place. Dafür ist sowas natürlich ideal geeignet. Ihr werdet gleich sehen, von der Bauform her sind die extrem klein und extrem robust. Gucken wir uns als erstes mal diese Leuchte hier an. Das ist die IF23. Das ist die größere von beiden. Die hat natürlich dann auch ein paar mehr Features. So kommen tut die natürlich hier mit einer kleinen Bedienungsanleitung, aber ich weiß nicht, wer eine Taschenlampe nicht bedienen kann. Gut, da gibt es natürlich Sonderfunktionen, da muss man natürlich reinkommen. Dann haben wir hier einmal eine Handschlaufe mit dabei, ein USB-Kabel ist dabei, ein USB-C-Ladekabel ist das sogar. Und dann haben wir hier noch so einen Gürtelclip oder beziehungsweise sieht es ein bisschen aus wie beim Kugelschreiber, sodass wir die dann auch in der Brusttasche vielleicht dann verstauen können. Also erstmal eine ganz tolle Geschichte. Dann haben wir hier die Lampe als solches. Die sieht dann nämlich so aus. Die hat einmal eine Seitenleuchte und wir haben hier an der Front natürlich eine extrem helle Leuchte noch mit dran. Hinten ist der Akku dann verstaut. Das Ganze ist wirklich aus Metall und ihr könnt die wirklich runterschmeißen. Die ist also extrem robust und sogar IP68 wassergeschützt. Das heißt, ihr könnt hier sogar kurz untertauchen und Regen und sowas macht der überhaupt nichts aus. Das Ganze ist aus einer Aluminiumlegierung hier hergestellt und wie ihr gerade gesehen habt, ist das Ganze natürlich super robust. Hinten ist der Akku drin, da ist eine 18650er Zelle drin. Ich kann euch die ja einmal hier rausholen, dass ihr das mal seht, wie das Ganze aussieht. Dann ist hier noch eine Gummidichtung dran oder sowas. Das sind diese neuen Akkus 18650. So sehen die dann eben aus. Die gibt es jetzt bei sehr, sehr vielen Taschenlampen, die ein bisschen energiehungrig sind. Ihr habt natürlich hier auch eine Sparflamme mit dabei, sozusagen. Ich mache die einmal an. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal diese normale Beleuchtung. Dann können wir nochmal draufklicken, dann geht sie aus. Und wenn wir etwas länger draufklicken, dann können wir hier die Helligkeit noch etwas höher stellen, beziehungsweise ganz klein stellen. Und wenn wir jetzt hier etwas länger draufhalten, so. Dann sehen wir hier so ein ganz, ganz minimaler Mod. Ich mache jetzt hier mal das Licht aus, dass ihr das seht. Das ist so ein Überlebensmodus, nennt man das Ganze. Damit ist die wirklich auf Sparflamme. Aber wenn ihr dann irgendwo in der Wildnis gefangen seid, dann ist das natürlich eine ganz tolle Sache. Dann hält die nämlich über mehrere Tage. Das ist dann also gar kein Problem. Und wenn ich die jetzt hier dann heller stellen möchte, dann kann ich das natürlich auch machen. Und dann haben wir hier mehrere Leuchtstufen. Das ist natürlich über die Kamera jetzt immer sehr schlecht dann dazu bieten, weil das dann natürlich so ist, dass die den ISO-Wert dann anpasst. Das heißt, es wirkt dann irgendwann dann gleich hell, aber das ist wirklich extrem hell. Wenn ich jetzt hier einen Meter von der Werkbank weggehe, dann habe ich hier einen Lichtkegel, der auf jeden Fall über 3 Meter ist und da könnte ich sogar jetzt mit tapezieren. Wenn ich jetzt hier das Ganze einmal nochmal antippe, also doppelt antippe, dann habe ich hier nochmal den noch verstärkteren Modus und da hat die Lampe natürlich dann nicht so eine Ausdauer wie im Überlebensmodus. Wenn ich jetzt das Ganze einmal ausstelle, übrigens ist das so, die letzte Version, das was ihr eingestellt habt an Helligkeit, bleibt dann beim Wiedereinschalten natürlich dann vorhanden. Und wenn wir jetzt das Ganze ausschalten und ich dann zweimal schnell drücke, dann seht ihr, habt ihr hier an der Seite die Seitenleuchte, die natürlich auch super hell ist. Die ist natürlich ein bisschen breiter und das sind einzelne LEDs, die hier dann mit drin sind. Und da kann ich jetzt das Ganze dann auch noch mal heller schalten. Schaut mal, das ist also extrem, ne?
So, ich habe jetzt mal nachgeschaut. Im schwächsten Modus, im Moonlight-Modus, im Überlebensmodus leuchtet sie etwa bis zu 27 Tage, wenn der Akku voll ist. Und ansonsten, wenn sie 4000 Lumen ansonsten im Strobe-Modus bringt, also im höchsten Modus, dann leuchtet sie natürlich nur ungefähr eine Stunde lang, kann man dann sagen. Jetzt habe ich aber noch eine Überraschung für euch. Wenn ich jetzt hier dreimal schnell drauf drücke, also anmachen tut man die wie folgt. Einmal drauf drücken, dann geht hier vorne die Leuchte an. Wenn ich dann den Schalter hier gedrückt halte, dann gehen hier diese verschiedenen Modi einmal durch. Wenn ich einmal kurz drauf drücke, dann ist sie wieder aus. Wenn ich zweimal drauf drücke, geht hier die Seitenleuchte an. Wenn ich dann halte, kann ich hier die Helligkeit auch nochmal verstellen. Und wenn ich einmal drauf drücke, geht sie aus. Wenn ich jetzt dreimal schnell drauf drücke, dann haben wir hier einen Farbmodus. Mal gucken, ob man das hier so sehen kann. Ich mache jetzt hier nochmal das Licht komplett aus. Dann sieht man das besser. Jetzt sind wir im grünen Bereich. Wenn ich jetzt den Schalter hier einmal festhalte, dann wechselt er zu blau. Jetzt zu lila und so weiter. So könnt ihr dann eure bevorzugte Farbe dann einstellen. Jetzt sind wir im rosa Bereich, rot, gelb, grün etc. Das seppt ihr dann jetzt hier alles wieder durch. Und von der Helligkeit kann man jetzt auch sagen, das ist eine super Geschichte. Und ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr Lost Placer seid oder Lost Place Videos guckt, dann sagt man immer, naja, man möchte gerne dort dann Rotlicht haben, weil das eben dann von außen her nicht so wahrgenommen wird, wie jetzt zum Beispiel helles weißes Licht oder bläuliches Licht etc. Also da setzt man dann auf Rot und schaut mal, da kann man auf jeden Fall auch einiges mitsehen. Ich bin jetzt wieder... Jetzt gehe ich mal so einen Meter von der Werkbank weg, so. Jetzt bin ich ungefähr, ja, einen Meter von der Werkbank weg. Die Werkbank selbst ist 60 tief. Dann könnt ihr euch vorstellen, dass ihr jetzt hier den ganzen Raum tatsächlich damit auch beleuchten könnt, ne? So, dann gucken wir uns die kleinere Taschenlampe an. Das ist die SC31 Pro. Da ist natürlich auch das alles mit dabei. Ladekabel ist mit dabei. Netzteil müsst ihr immer extra kaufen oder ihr nehmt eins vom Handy. Ich verlinke euch aber mal unten eins, was dazu passt. Und dann könnt ihr das dann zu den Taschenlampen direkt mit dazu bestellen. Ansonsten hier noch wieder die Anleitung mit dabei und die Leuchte als solches. Die sieht dann so aus. Die ist deutlich kleiner, aber nicht minder hell, muss man wirklich sagen. Die hat durch 2000 Lumen hier im Maximum. Die ist 11 cm. Ein bisschen länger als 11 cm und vom Durchmesser ist sie knapp über 2 cm und die ist genauso robust, wenn nicht sogar robuster. Die hat nämlich IPX8 Standard mit dabei, das heißt, ihr könnt die bis zu 2 Meter tief untertauchen kurzfristig, ohne dass die jetzt irgendwie Schaden nimmt. Hier ist dieser kleine Halter gleich mit dran. Der USB-Anschluss versteckt sich dann hier unter. Bei der anderen Lampe war das so, habe ich auch noch nicht gezeigt, der ist dann hier an der Seite, ist auch unter so einem Gummi dann abgedichtet. So, da muss man natürlich jetzt sehen, da hat natürlich keine Seitenleuchte, sondern nur eine vorne. Und da können wir dann wieder genauso die verschiedenen Modi durchlaufen, indem wir dann hier länger drauf drücken und dann dimmt die hoch oder dimmt dann ab. Hier geht das ein bisschen anders als bei der anderen Leuchte, da waren ja Stufen und hier ist das Ganze dann stufenlos verstellbar. Und wenn ich jetzt hier mal das Licht ausmache, dann schaut euch hier mal den Lichtkegel an. Das ist also wirklich enorm. Das wollen wir uns jetzt natürlich draußen nochmal angucken, wie das da aussieht. So Leute, jetzt wollen wir das Ganze natürlich nochmal im Dunkeln testen. Ich habe jetzt hier die kleine Taschenlampe, die hat natürlich jetzt hier diesen, ja, der Button, der ist beleuchtet, sagen wir mal. Und jetzt schaut euch hier mal an. Wenn ich jetzt hier aufs Feld leuchte, ist jetzt ein bisschen doof, weil es schneit. Aber auf dem Weg kann man es, glaube ich, erkennen, wie weit das Ganze dann hier leuchtet. Ich werde die jetzt mal nochmal dimmen oder mal heller stellen. Ich lasse das jetzt einfach hier mal durchlaufen. So ist es in der kleinsten Version und so in der hellsten Version. Ich denke, man kann erkennen, wie hell das tatsächlich ist. Wenn ich jetzt hier nach unten leuchte, das ist schon wirklich ganz gewaltig und ich denke mal so, naja, gute 50 Meter kann man auf jeden Fall gucken. So, dann gucken wir uns als nächstes die andere Lampe an. Die hat keinen beleuchteten Button, aber wir haben jetzt hier tatsächlich auch noch die SOS-Funktion. Habt ihr kurz gesehen, da ist er, diese Blinkfunktion. Und ansonsten habe ich jetzt hier einmal das Seitenlicht, wenn ich das jetzt hier halte. Das ist natürlich nicht ganz so hell, das ist klar, ich mache es mal aus. Dann machen wir die Farbleuchte einmal an. Das ist noch dunkler, sage ich mal, aber so ist natürlich super hell. Und wenn wir jetzt einmal leuchten, dann sehen wir hier, kann ich jetzt hier diese ganzen Versionen auch nochmal durchgehen.
Man sieht schon, dass sie deutlich heller ist als die kleine. Allerdings von der Weite her würde ich fast sagen, sind die gleich, ne? Aber ansonsten ist es schon noch ein bisschen heller. Das kann man schon auf jeden Fall sagen. So, jetzt habt ihr das Ganze mal im Einsatz gesehen. Ich denke, das ist schon eine ganz tolle Vorstellung, was diese kleinen Leuchten hier bringen. Der Hersteller selber ist da nochmal mit dem Auto drüber gefahren. Das werden die sicherlich auch aushalten, denke ich mal, wenn die das gemacht haben. Da kann man jetzt nicht großartig viel tricksen. Man muss natürlich immer sehen, so ein Auto, wenn das eine Tonne wiegt und man nur mit einem Reifen drüber fährt, dann sind das natürlich nur 250 Kilo, weil ja die anderen drei Reifen dann natürlich auch aufliegen. Also so kann man das natürlich auch immer sehen. Oh, ein ganzes Auto. Nee, aber letztendlich sind es nur 250 Kilo. Und das halten diese Taschenlampen eben dann offensichtlich aus. Grundsätzlich, wie gesagt, super robust das Ganze. Ihr könnt das Ganze runterschmeißen, wie ihr wollt. Ihr könnt das Ganze kurzzeitig in Wasser tauchen und ihr habt auf jeden Fall eine Menge Licht. Und das auf wirklich kleinstem Raum. Das muss erstmal einer nachmachen. Ja, schreibt mal was zu diesen Lampen in den Kommentaren. Da bin ich wirklich gespannt, ob ihr sowas braucht, ob ihr sowas schon gesehen habt, ob ihr sowas vielleicht dann schon daheim nutzt, vielleicht sogar diese Modelle nutzt, die jetzt brandneu auf den Markt gekommen sind. Ansonsten, ich verlinke es euch alles, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Netzteil und sowas, Zubehör ist immer auch noch mit verlinkt. Also ist auf jeden Fall mal einen Blick wert. Schreibt fleißig in die Kommentare, wenn euch das Video ansonsten Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuschaltet und sage bis dahin.